In diesem Video werde ich mehr als 7 Millionen Münzen ausgeben und damit das beste Food Birthday Team in FIFA 23 kaufen. Und kleiner Spoiler, das Team wird am Ende richtig wild. Aber nicht nur das, ich werde mit dem Team am Ende des Videos auch noch 3 Spiele spielen, in denen ich 5 ultra knifflige Challenges erfüllen muss. Aber sollte ich auch nur in einem Spiel oder einer Challenge versagen, dann gibt's eine Bestrafung. Dazu aber später mehr. Wir starten jetzt mit der Teamvorstellung und zwar laut Glücksrad mal ganz, ganz wild und zwar mit dem zentraloffensiven Mittelfeldspieler. Und Freunde, der hat's direkt mal in sich, denn das ist ein Spieler mit einem 91er-Rating. Also genauso gut wie Lionel Messi oder Kylian Mbappé. Und unser Spieler hat noch etwas mit den beiden gemeinsam. Er wurde bereits einmal Weltmeister. Richtig erkannt, Freunde. Es ist natürlich ein deutscher Spieler. Und ausnahmsweise sprechen wir nicht vom Weltklasse-Mittelfeldspieler Max Meyer. Nein, die Rede ist natürlich von Thomas Müller. Und Fun Fact, der hat auf seiner Food-Birthday-Karte außerdem einfach eiskalt 5-Sterne-Skills. Das ist sowas von Ehre. Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Muss dich auch nicht interessieren, Thomas, aber im Team bist du trotzdem. Und als unser erster Spieler im Team bist du natürlich auch Kapitän. Und wer könnte als nächster Spieler in den Verteidigungen besser passen als der beste Freund von Mats Hummels? Mats Hummels natürlich. Ich meine, das ist eine richtige Bromance. Die beiden wurden gemeinsam Weltmeister, haben gemeinsam mehrere Jahre beim FC Bayern gespielt. Und das Wichtigste natürlich, die Jungs haben einfach ein eigenes YouTube-Format, Thomas, auf Thomas Müllers Kanal und stellen sich dort ganz, ganz wilde Challenges. Der Sieger kriegt dann wieder einen Bussi. Ein Bussal. Also im Endeffekt fast so wie ich in meinen Videos. By the way, Freunde, schreibt doch alle mal Thomas Müller in die Kommentare. Wer weiß, vielleicht sieht das ja. Und ich kann gemeinsam mit Thomas Müller ein Video aufnehmen. Wir haben aktuell also 2 deutsche Spieler im Team, beide mit einem 90-Plus-Rating. Dann wird das beim zweiten Innenverteidiger doch wohl jetzt so weitergehen, oder? Antwort! Nein. Aber mit gutem Grund. Klar, wir könnten zwar Marquinhos ins Team holen, absolut geile Karte, aber ich wollte unbedingt den Ehrenmann Simon Kjær ins Team holen. Das war nämlich der Spieler, der bei der EM 2020 seinem Teamkollegen Christian Eriksen vermutlich das Leben gerettet hat, indem er ihn vorm Ersticken bewahrte. Da kann man einfach nur klatschen, Freunde. Absoluter Ehrenmann und Leader. Und jetzt bei mir in der Innenverteidigung. Apropos Leader, Freunde, bei unserem Torhüter geht's ebenfalls um Leader. Also, nee, das deutsche Wort. Leader. Nee, nicht Laila. Na komm, egal. Denn unser Keeper ist so bekannt, dass sogar Rihanna ihn in einen ihrer Lieder einfach erwähnt hat. Und nein, Freunde, es war nicht Oliver Kahn. Eine Schande. Die Rede ist von André Onana. Oder wie Rihanna sagen würde, Onana, what's my name? Und Onana so, ja Alter, dein Name ist Rihanna, ganz klar, Digga. Und jetzt rein da ins Tor. Unser Zentrum steht da so und ist auch richtig solide. Und das, Freunde, ist wie gesagt auch ultra wichtig. Denn sollte ich später auch nur 1 der 3 Spiele verlieren oder eine der 5 Nebenmissionen nicht schaffen, dann muss ich als Bestrafung einen ganzen Teller voll mit Champignons essen. Und Freunde, ich hasse Champignons. Wie kann das nur jemand mögen, Freunde? Ich verstehe es einfach nicht. Anyway, und vom vollen Teller springen wir rüber zum vollen Telles. Alex. Teles. Oder Teles. Oder, na, keine Ahnung, Digga. Wow, aber was war das für ein smoother Übergang? Also ich gebe mir dafür 8 von 10 Punkten. Die Karte erinnert mich an die deutsche Bodybuilding-Legende Markus Rühl. Denn der Bruder ist eine geisteskranke Maschine. Stabil, eben. Alle Stats auf seiner Karte einfach 80+. Mit 82 Schießen als schlechtester Wert für einen Verteidiger. Oh boy, mit dem Bruder werden wir richtig Spaß haben. Ach so, und 94 Short Power und 90 Long Shots hat der Bruder auch noch. Da wird nachher sicher der ein oder andere Power Shot durchgelasert. Aber keiner der Power Shots wird schneller sein als unser Rechtsverteidiger Joachim Mähle. 94 Pace, Amigos. 94. Und auch sonst sieht die Karte eigentlich ganz stabil aus. Aber come on, was jucken mich die anderen Stats bei 94 Pace? Richtig. Zerro. 5 Positionen sind aktuell noch frei und Freunde, jetzt kommen erst die richtigen Brecher. Und den Start macht im linken Mittelfeld der Spieler mit dem höchsten Rating in diesem Team. Bernardo Silva. 93, der Brasilianer hat einfach eine 93er Bewertung. Bruder, damit bist du nicht nur der 2. beste Spieler bei Manchester City, sondern auch noch besser als Portugal-Teamkollege Cristiano Ronaldo. Big Win für Bernardo Silva und mit 97 Dribbling und den Stats auf der Karte. Ganz ehrlich, da darf der Kerl auch gut und gerne mal knapp 1 Million Münzen kosten. Und von Portugal geht's rüber nach Brasilien zum 2. Achter im Mittelfeld, Bruno Guimarães. Er ist mit einer der Gründe, warum Newcastle innerhalb von 1 Jahr von Abstiegskampf in Richtung Champions League Quali gewandert ist. Und auch auf seiner Karte sieht alles grün aus. Gut, außer die Kopfballpräzision. Das muss er noch üben, denn auf dem Wert ist er tatsächlich schlechter als Simon Terodde oder auch
Guido Burgstaller. Das muss man erstmal realisieren. Aber sonst ebenfalls 80 plus gehen, kostet auch knapp 800.000 Münzen und wird für mein Team jetzt hoffentlich so rasieren, wie ich meine Nasenhaare. Ah, Junge, was guckst du denn so? Und damit ist auch das Mittelfeld durch und Bruno Guimarães wird rasieren oder halt eben sonst Kreisel treten. Nee, Moment, Sekunde. Das macht doch nur Anthony. Richtig, und das macht Anthony für mich ab jetzt am rechten Flügel. Also die Kreisel von dem Bruder waren ja pures Comedy-Gold, aber die FIFA-Karte mit 97 Pace, 5 Sterne Skills und 5 Sterne schwacher Fuß, das ist eine wirkliche Kampfansage. Und die 700.000 Münzen ist mir jetzt auch definitiv wert, dass ich endlich mit dem Bruder Anthony auch in FIFA Kreisel drehen kann. Der vorletzte Spieler im Team ist unser Mittelstürmer. Ein Spieler, der sowas von eiskalt vor dem gegnerischen Tor ist, da staunen sogar Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Also, naja, fast. Es ist der nächste deutsche Spieler im Team, Timo Werner. Mein Name ist Timo Werner. Und bei Leipzig läuft es ja für Timo Werner mittlerweile ja wieder besser. Aber ganz ehrlich, es muss auch laufen. Mit 96 Pace. Dazu auch noch 5 Sterne schwacher Fuß. In FIFA ist die Karte echt babo. Und ich freue mich drauf. Und dann fehlt zu guter Letzt noch der Spieler am linken Flügel. Und das ist zeitgleich auch der beste Spieler im Team. Food Birthday Vinicius Junior. Boom, Freunde, wir kaufen den. Kommando zurück. Der kostet 3 Millionen Münzen und, was soll ich sagen? Ich hab aber nur 7. Aber keine Sorge, wir holen einfach den italienischen Vini Junior, Stefan El Shaarawy. Einfach Legende, der Kerl. Seine Frisur damals, seine Skills. Und er hat wie Vinicius Junior 5 Sterne Skills und 5 Sterne schwacher Fußsekunde. Die hat er gar nicht mehr mittlerweile. Naja, egal. Trotzdem, mit 94 Pace, 90 Dribbling und 5 Sterne Skills wird der später mit der gegnerischen Verteidigung Tango tanzen, amigos. Und keine Sorge, wir werden später, wenn ich ihn mir leisten kann, auch noch ein Spiel mit Vini Junior spielen, Freunde. Seid gespannt. Das hier ist also das beste Food Birthday Team, aber jetzt geht's um die Wurst. Denn wir gehen jetzt in die 3 alles entscheidenden Spiele und wie gesagt, sollte ich auch nur eins der 3 Spiele verlieren oder eine der 5 Nebenmissionen nicht schaffen, die ihr by the way hier gerade am Bildschirm eingeblendet seht, dann muss ich als Bestrafung einen Teller mit ekligen Champignons essen. Also dann, Freunde, auf in Spiel Nummer 1. Perfekt, und der erste Gegner hat gleich mal so ein Team. Aber ich glaube, mein Gegner ist noch nicht da, Freunde. Ich glaube, mein Gegner ist noch nicht da. Powershot, Thomas Müller. Junge! Zweite Minute, das wär's gewesen. Aber mein Gegner ist scheinbar wirklich noch nicht da. Mein Gegner ist scheinbar wirklich noch nicht da. Komm, fast am Torwart vorbeigelaufen. Junge, was ein intensives erstes Spiel. Jetzt aber, Timo Werner. Komm, Timo Werner. Timo Werner macht den Rainbow Flick über den Keeper und läuft ins Tor. Und damit ist die erste Challenge erledigt. Und das ist eine der schwierigsten überhaupt. Ja, moin, und es wird noch besser. Der Gegner macht außerdem den Rage Quit und auch die zweite Challenge. Ist erledigt. Perfekter Start, Freunde. Und wir haben jetzt noch 2 Spiele Zeit für die letzten 3 Challenges. Werde ich das schaffen? Was meinst du? Schreib's gern unten in die Kommentare. Und hey, nicht schon mehr. Oh, Müller, komm, Powershot abzwirbeln. Müller, Powershot, 2 Minuten. Das gibt's nicht. Was ist der Kerl für eine Maschine? Und Timo Werner legte direkt noch nach. Timo Werner auch noch per Powershot. Auch noch per Powershot und trifft ihn in den Pfosten und macht das Ding rein. Das ist zu wild, Freunde. Und das gibt's nicht. Wir haben den nächsten Rage Quit und auch dieses Mal einfach nach 5 Minuten. Aber wisst ihr was? Dann machen wir das Ganze eben noch interessanter und spielen nicht nur 3 Spiele, sondern 5 Spiele und müssen nicht 5, sondern 10 knifflige Challenges erfüllen. Die 5 neuen Challenges siehst du übrigens hier. Aber davor lasst doch gerne noch ein Abo auf diesem Kanal da. Dankeschön. Und die erste neue Challenge wurde direkt auch abgeschlossen. Oh, Werner, guter Start. Müller, lauf ins Tor. Müller läuft ins Tor. Und es gibt... Was ist mit diesem Team los? Die nächste Challenge erledigt. Oh, Timo Werner ist wieder ganz frei durch. Timo Werner ist wieder ganz frei durch. Lupfer. Ah, den musst du machen, Junge. Oh, weg mit der Pille. Nicht zum Schuss kommen lassen. Oh, Nana, du Maschine. Danke fürs Retten. Ein paar Sekunden später. Weg. Und wir bekommen ein Gegentor. Oh, Osimhen ist schon wieder frei durch. Oh, Nana. Yes, jetzt hat er ihn. Und guter Pass durch auf Timo Werner. Und das ist Elfmeter. Yes. Oh, nur nicht nervös werden. Tejes, der hat 90-Elfer. Komm, zieh durch, Junge. Zieh durch. Ich habe kein gutes Gefühl, aber Tejes macht ihn. Und die nächste Challenge ist erledigt, Freunde. Durchatmen, Freunde. 5 von 10 Challenges sind erledigt. Aber es ist noch ein langer und weiter Weg. Müller, lupf ihn. Müller, lupft ihn. Nummer 6. Challenge. Oder 6. Challenge. Yes, einfach. Müller, auf Timo Werner. Mach ihn, Junge. Oh, komm. Chance noch heiß, Müller. In die Mitte. Was mache ich eigentlich? Warum treffe ich eigentlich einfach nicht? Warum? Mach ihn doch einfach rein, Fabi. Hummels.
Hummels, zieh durch, du Macher. Hummels, oh, den muss ich machen. Freunde, 5 von 10 Challenges sind geschafft. Halbzeit, aber immer noch dranbleiben, denn das wird bis zum Schluss spannend. Aufpassen, aufpassen, Osimhen. Und das ist der 2:3 Anschlusstreffer. Aber Müller, 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 Müller mit dem zweiten. Er ist on the way to the Hattrick, Freunde. Ja, moin, und mein Gegner hatte genug, hat das Spiel abgebrochen. Und damit haben wir den dritten Rage Quit. Und die nächste Challenge ist ebenfalls erledigt. Junge, der Hattrick an Toren fehlt uns noch, aber den Hattrick an Rage Quits, den haben wir schon in der Tasche. Und damit fehlen uns jetzt noch 3 Challenges für die letzten beiden Spiele. Es wird bis zum Schluss unfassbar eng. Also bleib dran, wenn du sehen willst, wie ich vielleicht Champignons essen muss. Ja, super. Und dann ist das nächste gegnerische Team. Perfekt. Aber Thomas Müller ist direkt mal wieder durch. Aber da macht er zu viel drum. Egal. Silva, David Silva, keine Ahnung. Bernardo Silva macht das Tor. Let's go. Alter Schwede, unser spätestes Tor haben wir im ersten Spiel in Minute 6 gemacht. Aber jetzt aufpassen. Und wir kassieren direkt den Ausgleich. Kier, komm, zieh durch, Junge. Mach das Tor mit dem Verteidiger. Mach das Tor mit dem Verteidiger, Simon Kier. Und dann, Amigos, zauberte Stefan El-Sharawi. El-Sharawi, El-Sharawi macht das Skilltor. El-Sharawi macht das Skilltor. Macht das Skilltor. El-Sharawi macht das Skilltor. Aber wie? Aber wie, Freunde? Oh, oh mein Gott, das ist das geilste Tor aller Zeiten. Und das ist die nächste Challenge erledigt. Und wir bekommen den 4. Rage Quit in Serie. Also, ich kann es hier überhaupt nicht mehr fassen. Und Sekunde, Freunde, ich gucke gerade die Wiederholung vom El-Sharawi-Tor. Und ihr habt doch einen Volley gemacht. Und das ist ja auch noch die nächste Challenge abgehakt. Und damit ist die Ausgangssituation vor dem letzten Spiel klar. Ich muss entweder per Scorpion Kick treffen oder den 5. Rage Quit bekommen. Aber davor habe ich zum Warm-Up, wie versprochen, Freunde, noch ein Spiel mit Vini Junior gespielt. Aber seine Mitspieler waren einfach alles Schalke-Spieler. Und das hat sich auch bei Vinicius bemerkbar gemacht. Ich hatte das Gefühl, der Kerl hatte das Tore-Schießen verlernt. Gefühlt 20 Schüsse gingen daneben. Zweimal hatte er außerdem Pech mit dem Aluminium. Aber nachdem wir 0:1 zurücklagen, zündete er dann doch noch. Komm, Vini, freie Bahn, schießen, den trifft er wieder nicht. Aber jetzt, Nachpraller, yes, 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 das ist das Tor. Doch leider verdattelte er Sekunden später die Kugel und wir fingen uns wieder ein Gegentor. Vini, ein echter Schalker. Das Spiel schien gelaufen, doch in der Nachspielzeit hatte Vini Junior noch die eine letzte Chance. Oskarke, das ist gut geköpft, Vini Junior, komm, geh ins Tempo, Junge, geh ins Tempo, spiel rüber, Terode, mach es, Simon, Terode und Vini Junior, die Traum-Connection und das ist der Ausgleich noch. Leider wurde es nur ein Unentschieden, Man of the Match wurde Vini Junior trotzdem, mein Gegner hieß Pipi, aber 3 Millionen Münzen für Vini Junior, nee, ist ja nicht wert. Und daher gebe ich jetzt zurück zum letzten und alles entscheidenden Spiel und Stefan El-Sharawi. Aber El-Sharawi hat die Chance, El-Sharawi hat die Chance, rein in die Mitte, komm. Was jetzt? Oh Gott, Freunde, es ist die schwierigste Challenge, aber jetzt könnte man es vielleicht machen, hier mit dem Scorpion Kick, komm dann, nee, komm, jetzt, Thomas Müller, nee, nicht mit dem Volley, Scorpion Kick brauche ich, mein Lieber. Aber immerhin sind wir vorne, boah, ey, meine Nerven, Freunde. Oh, Freunde, und ein Geschenk Gottes, wir bekommen hier tatsächlich die Möglichkeit per Freistoß. Tejes, komm, mach ihn. Der wäre fast drin gewesen. Silva, jetzt aber, Thomas Müller, komm. Wo ist die Kugel? Hallo. Oh, Mann. El-Sharawi, Schiri, Eva. Nee, Freistoß. Aber der Gegner hat schon wieder eine Pause angemeldet. Was macht er? Er hört auf Rage Quit. Und damit ist auch die letzte Challenge erledigt, Freunde. Das gibt's nicht. Fußballfreunde, das hier ist definitiv das beste Food-Birthday-Team aller Zeiten. Ich muss keine Champignons essen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir auch das Video mit dem Food-Birthday-Upgrade gefallen. Also hier klicken und jetzt gleich weiter gucken.